Willkommen zu einer weiteren Folge Fußballmanager 19 mit der Karriere beim 1. FC Köln. Ja, das letzte Spiel haben wir den ersten Punkt verloren, oder die ersten zwei Punkte verloren, haben 1-0-0 gespielt gegen SV Sandhausen. Jetzt spielen wir gegen Ingolstadt und gucken mal, ob das wir gewinnen gegen die im 3D-Modus. So, wir stellen erst unsere erste Rotation ein. So, zack. Das sieht alles gut aus. Dann die zwei Nachrichten. Bissek wieder fit, Statusbericht Verletzungen. Da haben wir nur noch 4 Tage, der Schaub. Okay, weiter geht's. Weiter geht's. So, dann haben wir jetzt hier die Fanartikelproduktion ausgebaut. Dann machen wir hier mal weiter mit dem Bauhof, damit noch schneller gebaut werden kann. So, gucken wir mal, was jetzt hier ist. Ah, Spitzenspiel. Schaub ist wieder fit. Gegen Aachen haben wir 3-1 verloren. Unsere zweite, wohlgemerkt. Zurück in die Jugendmannschaft. So, und weiter geht's. Okay, haben einige ihre Trainingsziele erreicht. Na, gucken wir mal. So. A-Junioren vor Topspiel gegen RB Leipzig. Unsere Reserve hat 2-0 gewonnen. Niklas Hauptmann, Trainingsziele. Macht er erstmal Robustheit weiter. Sörensen, Antritt. W für wichtig. Cordoba fällt aus, Schulterverletzung, ist aber irrelevant für das Spiel hier, weil Gyras hier auf der Ersatzbank sitzt. So, 3D-Modus, auf geht's. 3D-Spiel, wir haben wieder die Jugend vergessen zu gucken, machen wir dann morgen wie weiter, wenn Montag ist. Aber erstmal gegen Ingolstadt spielen, schauen wir mal, was wir da bringen. Der erste gegen den 10. Na, da bin ich mal gespannt. So, jetzt kommen wir mal unsere 4-4-2 mit Raute. Und Ingolstadt spielt mit Sicherheit ein 4-3-3. Jo. Na, mal sehen. Was uns das bringt.
Moment ist das mehr so ein kleines Hin und Her. Fast das 1:0 für Ingolstadt. Gefällt mir gar nicht. Daher stelle ich das jetzt auf 100% um und auf Kurzpass. Ne, erstmal nur auf 100%. Erstmal nur auf 100% Kurzpass, dann in der Halbzeit. Mal schauen. Freistoß eigentlich. Und das hätte das Tor sein müssen. Schauen wir mal, was das bringt. Eine Halbzeit wird definitiv auf Kurzpass umgestellt. Fast schon das Einzel für Ingolstadt. Gut, dass sie da aufgepasst haben. Hat er gehalten. Na, schauen wir mal weiter. Eigentlich ein Freistoß. Na, fast das alles so für uns. Na, immerhin. Null zur Halbzeit. Überlegen ist was anderes, aber können ja noch ein bisschen was umstellen. Nur kurze, vorsichtige Pässe. So. Und weiter geht's. Und schauen wir mal. Und 1:0 durch Zoller. Das gefällt mir überhaupt nicht. Die sind überhaupt nicht so gut drauf heute. Und da ist das 1:1. Und das 2:1 durch Cruzielo. Fast das 3:1, aber nur fast.
Freistoß. Schauen mal, was da so weiter passiert. Freistoß, Ecke. Schön gespielt. Und das 3-1 durch Zoller. Ja, 3-1 gegen FCI gewonnen. Noch keine Niederlage die Saison. Das ist sehr, sehr gut. So, wie gesagt, jetzt geht es weiter mit Bielefeld. Beim Arminia Bielefeld im Textmodus. Ich verabschiede mich für heute von euch. Wir sehen uns am Morgen gegen Bielefeld wieder. Bis morgen dann. Ciao, ciao.